Hallöchen, liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten Zockerei. Willkommen zurück bei den Microwavers und Borderlands 2. Wir sind heute wieder zu viert. Bei mir ist der Chris. Hi. Und natürlich auch der Lupus Nox. Hallo zusammen. Und last but not least, der Baldur Askason. Hallo. So, und wir gehen Claptrap treffen. Hoffentlich hart. Ey. Ins Gesicht, mit dem Fuß. In your face. Clap Auch der Trap arme was Claptrap. here. Ah, oh. Wo? Ditter, Clap Wer Trap hat was ihm hier. den Filzstift gegeben? Ansprayen. Wer hat dem Mann den Filzstift Das gegeben? ist Claptrap. Ja. Wow. Okay. So evil. Bam. Claptrap ist ein Hyperion-Roboter. Ja, ich weiß. Trotzdem. Halt nicht der Schlauste, der Kleine. Wir reden hier immer noch Luft von Claptrap. Unterstützung. Ja, deswegen ja. Holy shit. So. Ja. Achtung, da sind verkackte Bulloder, die sind echt ätzend. Da sind sehr tote Bulloder vor allem. Jo. Ach ja, komm, nerv nicht. Ach, kein Bugger kann uns auslöschen. Hä, wo sind denn die Gegner Was da, bitte denn? schön? Kann mir einer mal hier hinten. Überall und nirgendwo. Betrachtest du gerade den Boden oder was machst du da? Ja, der sieht so dreckig aus. Ich muss den säubern. Ach, Lass mich dann. den säubern! Ah, da sind Putzen! noch Gegner. Da sind noch. Jack! Komm, Jack, nicht putzen! Ja, shit. Man überlasse mir das Geschütz. Dann schieß auch. Danke. Was? Willst du mich jetzt verarschen? Ich hab grad neue Stärke und bin direkt wieder verreckt. Was geht denn hier an? Ja, das sind halt die stärkeren Gegner, dadurch, dass jetzt der Chris mit dabei ist. Ja, es geht schon hier einiges ab. Oh, sag mal, Leute, was macht ihr denn alle? Sterben? Warte mal, ich helfe deinem als erstes. Ja, mach das, mach das, mach das. Heiru! Jetzt haut der Pappsack ab! Scheiße! Oh, shit. So. Da haut der Pappsack. Leute, ernsthaft? Ja, wir haben es geschafft. Wir sind alle am Sterben. Yay! Hab dich. Ja, jetzt wird es mal nicht mehr so langweilig wie vorher, weil wir alles überleben. Weiß gar nicht, was ich hier habt. Die Schwierigkeit ist doch einmal frei hier. Weißt du, vorher war das wirklich ziemlich einfach. Ja, für dich. Ich halte mich beim Hintergrund und lass meinen Roboter alles machen, weil ich bin ja zu fein. Ich könnte mir ja einen Fingernagel abbrechen. Ja, weißt du, wie fies das ist, wenn du dir einen Fingernagel abbrechst, ey? Das ist voll gemein. Das ist ein potenzieller Entzündungsherd, Baldo. Da macht man keine Witze drüber. Ja, eben. Das tut voll weh. Geronimo! Ein Rollenspiel-Loader. Oh, leck. Constructor, schön. Komm, Alru. Wo ist er? Stopp! Da Stopp! ist er! Stopp! Go fuck yourself! Oh, jetzt hab ich ihn ausverkommen. Tschüss! Tschüssi! Wofür ist dieses Ganzerken überhaupt gut? Zum schneller sterben. Ja! Du merkst! Wow, wow, wow! Alter, wir halten aber übelst was aus, ey. Vielleicht sind wir für die Level nicht gedacht. Alter! Daneben! Nein, ich habe keine Munition mehr! Komm, 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 komm! Ich sterbe! Ich sterbe! Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ja, ach Gott! Irgendwer hat mir den vor der Oh, Nase Scheiße! Weggeholt! Oh. Wir sind alle gar am Sterben! Alle auf den Badass! Alle auf den Badass! Wer zuerst lebt, belebt die anderen wieder! Ach, da steht Zu ja, spät! Da stehen ja Geschütze! Ist ja supi! Oh, das ist das. Leute, was macht ihr ganz da? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich hab alles im Griff. Alles cool. Oh ne, oh ne. Oh, Scheiße. Ja, das war alles im Griff. Fast sehe ich. Alles ist super. Oh, jetzt bin ich ein bisschen Alles zu ist super. Gestorben.
Everything is awesome. Das waren seine letzten Worte. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich glaub, oh, ich treffen am Wiederbelebungspunkt. Triple wiederbeleben. Wuhu. Boah, 6000 Mücken. 7. Boah. 60.000. 60.000. Was? Alter. Warum musst du 60.000 zahlen? Boah, Leute. Das ist immer eine prozentuale. Oder waren es 70.000? Ich hab nicht hingeguckt bei mir gerade. What? Der haut ab. Der Babsack haut ab. Der ist jetzt tot, der Babsack. Ja, der Babsack. Ah, willst du den? Hab ihn. Gib Achtung, mir mal Deckung, ey. Leute. Ja, ich schieß ja schon. Hab ich dich? Ich weiß es nicht. Ich leb mal. Aber ich weiß nicht, wodurch. Weil gleichzeitig nämlich ein Roboter geplatzt ist hinter mir. Ja, damit. Ja, Hauptsache, du lebst wieder. Bleib hier. Oh, das ist eine blaue Waffe. Und du bist raus. Hol ich mal mit. Hier ist ein blauer Raketenwerfer. Help. I need some bombs. Wird schon schief gehen. Das ist auch so. Alter. Boah, Alter. Warloader. Alter. Warloader, gefacelockt. Oh Gott. Auf den Facelock, Warloader. Boom. Schlecht. Was, wieso schlecht? Oh, Junge. In dieser scheiß Flugratten hier. So, solltest du mal leben? Ja, ich lebe nochmal. Yay. Meh. How? Den kann sich jemand anderes holen. Den blauen Raketenwerfer. Meiner ist besser. Also hat höhere Schadenswerte und so ein Kram. Bezweifle, dass er meinen toppen kann? Ne, ich bleib bei meinen. Oh. Was zur Hölle? Woher kommt der? Du verkackter Beutezwerg, Arschloch. Ey, ich schieß dem in den Kopf und nichts passiert. Willst du mich verkackeiern? Der hat halt einen harten Schädel. So, du läufst jetzt nirgendwo mehr hin. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Alter, stirb! Oh, meine Nerven. Meine Jungs sind haufenweise Arschlöcher zwischen dir und dem Bunker. Ich weiß, du schaffst. Das ist ja noch so einer. Oh, leck. Hält aber gut was aus, ey. Ja, ja. Leute, Moment, das haben wir gleich. Moment, Stirb! Stirb! Nein, lass mir. Dann belebt ihn doch mal einer wieder. Kein Stress. Alles unter Kontrolle. Ja, sagt der, der mich für 90% der Zeit normalerweise ignoriert, wenn ich sterbe. Das ist ja gar nicht wahr. Ja, okay, Entschuldigung, 85% der Zeit. Ich belebe dich öfter wieder als du mich. Das, Leute, warum beleben wir uns nicht alle gar zusammen? Wir wissen, dass ihr jetzt seit 20 Jahren verheiratet seid. Müsst ihr das immer so raushängen? Oh, da kommen wieder die Bombenangriffe. Ja, komm, ja, kein Stress. Lauf. Holy crap! Wow. Also, whose idea was it to run through here? Ja, einfach mir nach. Lauf, pass auf die Mörse auf. Ja, ja. Mhm. Alles klar. Wer baut denn so einen Scheiß? Boah, Leute, ernsthaft. Hier sind Hyperion-Geschütze. Ja, hab's. Bin dabei. Okay, bin dabei. Nee, ist gut, bin raus. So, zweites weg. Vorsicht, hinter euch! Loader! Was denn? Wo ist XP, hinter uns? Ein XP-Loader. Ach, easy, alles gut. Das Warloader. Der ist jetzt weg, der Warloader. Gut so. Genauso wie der liebe Chris. Genau. Hört zum. Oh, Scheiße, der Warloader, pass auf! Dreck. Oh, Leute! Und wieder. Boah. Das ist der einzige Nachteil, wenn man halt eben so Sachen wie Death Trap oder halt eben die Geschütze dabei hat. Leute, wer versteht den Nachteil nicht? Gunsurker. Ja, ganz einfach, die klauen einem vor der Nase die einen wiederbeleben könnten. Ja. Ohne und helfen das... mir damit. Ich finde das voll super. Ja, wenn ich mich aber wiederbeleben könnte, ist der Typ doch auch tot, oder?
Hä? Und du müsstest nicht extra noch aufpassen, ob ich lebe oder nicht. Hä? Wo? Verstehe ich nicht. Was Onkel? Ach, denken ist jetzt so meine Sache, ne? Was erzählt der Onkel da? Keine Ahnung. Der meckert wegen irgendwas. Der meckert auf hohem Niveau, wie das immer so ist. Bla 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 bla. Auf höchstem. Du bist einfach nur neidisch, dass du dieses Niveau niemals erreichen wirst. Ja. So sieht's aus. Oh, da kommt ein. Oh, ein Badass Constructor ist da oben. Yay, oh, wo ist er? Schön. Schade, den kann ich gar nicht testen. Badass Constructor. Meine Lieblingsart von Constructoren. Alter, du Fick dich, gerade. Fick dich! Keine Raketen mehr vom Muni mehr. Oh, und wieder das Übliche. Ja. Nein, nein, meiner! Lass ihn in Ruhe, Deathstrap! Deathstrap, lass ihn in Ruhe, das sind meine! Also. Oh! Ernsthaft! Ich fühle mich ja wie ein Sunny, ey. Ich renne hier mal von einem zum anderen, ey. Ja, irgendwer muss diese Opfer bringen. Yes. Ich wow! Bin hoch. Hey, Mr. Badass Loader. Der Badass Constructor muss da weg, Alter. Scheiße, der hat mich voll erwischt. Ich kümmere mich drum. Oder ich versuch's zumindest. Scheiße, Überlebe ich das hier noch? Überlebe ich das noch? Nein! Halb gestorben. Und. Fuck, und direkt tot? Was? Weißt du, der Gunloader ist zu weit weg. Ich versuche. Oh, wow, 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 wow. Sag mal, Baldur, kommst du mal oder brauchst du eine schriftliche Einladung? Ah, ist, ah Leute, ich habe gedacht, die werden schon alle weg. Ich versuch's, ich bin zu spät. Wer sich auf dich verlässt, ist verlassen. Komm schon, Junge! Oh ne. Wer hat mich abgeholt? Was? Wen? Oh, fuck, wo bist du? Ist egal, ist nicht schlimm. Alles cool. Solange ihr mir den Hyperion-Soldaten lasst, ist alles super. Was für ein Hyperion-Soldaten? Ich hab hier. Ist okay, ich lebe noch. Leute, ernsthaft? Komm schon. Alles gut. Alles okay. Du verkackte Drohne, stirb! Nein, halt den mit, du scheiß Drohne! Meine Drohne. Warte, ich bin unterwegs. Fast. Ah, ich hätte ihn fast gehabt. Wer hat ihn getötet? Los. Ich. So, okay. Weil Baldur schon zu dir unterwegs war. Nur dann töte ich Gegner. Ein Rollenspiel, Lorder. Die sind voll schlecht im Rollenspiel, die sollten es sein. Da oben ist ein Iron Loader. Also auf kurze Distanz sind die Bandit Plasma Cars da ungeschlagen, aber auf lange Distanz kann man sie echt vergessen. Die Ionenloader machen echt bösen Schaden. Ja, ihre Hauptaufgabe ist es allerdings, Schilde zu bauen. Eine große Kiste. Ein hässlicher Raketenwerfer. Es geht hier nicht um Schönheit. Der ist weiß. Es geht hier um fucking Schaden. Sachen, die nicht weiß sind. Oh, fuck. Was machst du denn? Fuck. Ich glaube, er sagt fuck. Ruhe! Kümmert ihr euch um den? Ich versuche den XP-Loader, den RPG-Loader da ein bisschen abzulenken. Achtung, da kommt noch ein XP-Loader. Aber so viel Erfahrung bringen die jetzt nicht, finde ich. Ja, aber die haben Kram. Die haben halt Kram. Also ich finde, das gibt ja voll viel XP. Blauer Granaten. XP-Loaders? Nee. Hier sind zwei blaue Granaten-Mods. Der ist mir. Ja, mach das. Achtung, da habe ich gerade schon wieder. Ich kann auch eine Granate werfen. Blöp. Och. Double the gun. So. Double the fun. Ich habe mir jetzt die Granatenmod geholt. Granaten. Noch jemand da? Nein. Alle tot. Komm, ich muss was töten, damit mein. Als ich an den Kammerschlüssel gekommen bin, vor ein paar Jahren habe ich mit Urlheim deine Freundin Tennis besucht.
Wir haben sie stundenlang verprügelt und ihn ihr aus den gebrochenen Fingern gerissen. Aber wir haben sie leben lassen, denn so sind Helden. Sie zeigen Gnade. Indem sie jemanden mit Wilhelm verprügeln. Naja. Verprügeln lassen. Von Wilhelm verprügeln lassen. Ja, er vor hat ein paar Jahren hatte hat Wilhelm ja noch nicht seine jetzige Form. er hat Wilhelm in die Hand genommen, an den Beinen und dann auf sie eingeschlagen damit. Ne? Warum? Das wird auch viel lustiger. Obwohl, es kommt jetzt darauf an, wer Wilhelm ist. Ne? Also es könnte ja auch ein anderer Wilhelm sein. Mit dem sein er Wilhelm. Sie... Ja. Sein Wilhelm. Alter. So, jetzt kommt der Bunker. Das wird nicht lustig. Doch, das wird's. Das wird's. Wir werden sterben. Da war noch eine große Kiste, die ihr alle ignoriert habt. Yay! Direkt vor rechts neben dem Eingang. Okay, wieder einmal zurück. Das, ja. Nö, sehe ich gar nicht. Nee, kann sein. Warum? Da ist eine große Kiste, da sind tolle Sachen bestimmt drin. Ja, ja, Dai fummelt in seinem Menü da rum. Ja, damit wir nicht reisen. Dai. Wenn Dai uns noch einmal blockiert, singen wir. Ja, da ist wahrscheinlich nur Müll drin, ich sehe das schon kommen. Ja, jetzt gerade zuletzt. Boah, ich krieg's kratzen. Das hab ich gesagt schon. Ja. Ja. Ja, ja. Nervt nicht. Du bist gleich beim Bunker. Ups. Scheiße, falsche Taste. Hast nicht das Menü erwischt? Oh. Nein, ich wollte D drücken und hab X gedrückt. Das ist... Hä? Da sind Felsen, wenn ich nach oben schaue. Ja, siehst du die Felsen nicht, Mann? Das ist doch, das ist doch so schön. Ja, ja, diese Strukturen und diese Klarheit. Ja. Ach, was ich nicht sagen. Oh, geil, Munition kaufen. Auch Raketenwerfer munition. Ja, das ist die einzige Munition, die ihr kaufen müsst, ne? Ja. Ja, und ab und zu mal Granaten. Raketen, ja, ja. Ne, Granaten eigentlich nicht. Schluss mit lustig, Kinder. Brick und seine Versager konnten meinen Bunker nicht knacken. Und ihr könnt's auch nicht. Echt? Nee, ich glaub da lang. Ach. Es ist manchmal so lustig, die Leute in ihrem Glauben zu vernichten. Ja. Kaputt schießen. So, da oben ist ein Automatikgeschütz. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Oschi? Fällt aber irgendwie nichts aus. Ja. Wo sind diese blöden Automatikgeschütze? Alter. Oh fuck, jetzt sind ja hier diese Laser. Wow. Die laufen noch hier unten rum. Ich versuche noch einen Weg da hoch zu finden. Einfach an der Seite hoch. Ah, da, ja. Ja, da müssen wir erstmal hinkommen. Ist der Laser wieder weg? Ja. Ja. Wow. Ja, wuhu. Stell mich hier lieber auf die Kisten, ey. Holy shit. Lasers! Really? Oh. Mit meinem Laser. Laser. Ernsthaft? Laser, Papaser, Fobaser. Oh, von der Nase weggeklaut. Was? Oh, ich wusste nicht, dass du hinter mir bist. Hinter uns, Baldur, hinter uns. Dreh dich mal um. 180. Boah, Junge, das war knapp, ey. Ding, 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 ding. Deiter sei halt Level 28. Yippidi, yippidi, hu. Gerade, seit wann ist der vor mir? Der hat doch heimlich gespielt, ey. Oh fuck. Gotta be kidding me. Stirb! Ah, da vorne ist komm, lad nach! Lad nach! Stirb du auch! Stirb! Lad nach! Stirb du auch! Lad nach! Ja. Upsi! Das war jetzt doof. Du müsste noch ein Geschütz sein, ich seh's noch nicht. Wo? Ah, da hinten, ich seh das Geschütz. Ich hab's. Das Feuer. Ich nehm's unter Feuer. Mit einem Raketenwerfer. Gerne. Danke. Womit sonst? Leute, ernsthaft? Komm. Haha, perfektes Timing. Wow! Ich werfe Munition für dich drauf.
Was? Ach, fuck, der Laser geht ja da hoch sogar. Boah, ich muss hier runter. Ah, da ist das Geschütz, das letzte. Wo? Fuck. Da bin ich gerade versucht, drauf zu schießen. Wer stirbt als erstes? Chris, komm. Ich versuch. Ich kenn Gegner. Ja, Chris zuerst und dann komme ich sofort zu dir. Nee, vergiss es nicht. Doch, warte. Das schaffe ich, glaube ich. Ich hab das geschützt. Eine Sekunde. Eine Sekunde mehr. Eine Sekunde mehr und dann hätte es geklappt. Kein Stress, ich bin ja wieder da. Mist, wie kommt man denn das Geschütz da hinten ran? Okay, das wird jetzt ein bisschen pistig, Junge. Schüsse auf den Feind verringern die Abklingzeit des Gunsurfers. Das hört sich doch gut an. Oh, ich hab noch ein Geschütz erwischt. Oh, Leute. Oh, fucking Autocannon. So. Meiner. Jawoll. Oh, auch ein Level Up. Oh, da sind ja wieder. Oh, Lasers. Laser Beam. Woo. Das war so Laser Beams, das. Fuck the Lasers, kill the Power Loader. Na, noch ein Automatikgeschütz. Jo. Na komm schon, schieß doch einfach mal, meine Fresse. Komm. Alter, das ist jetzt nicht euer Ernst. Nein. Keine Automatikgeschütze mehr. Gute Arbeit, Slam. Jetzt kommt der Bunker. Bunker. Vorsicht, so. Da kommt ein XP-Loader. Aber den Bunker? Ach. Ich würde Angel nur mit ein paar Bots und wackeligen Kanonen schützen. Ja, natürlich. Weißt du bist nicht wirklich am Bunker. Der Bunker ist kein Ort. Schön. Schön. So. Das ist der Bunker. Darf ich vorstellen? BNK-3R. Der größte Verteidigungsbot, der je gebaut wurde. Ich glaube, Baldo will die Folge beenden. Woher würde mich bitte mal wieder jemand wiederbeleben? Ich bin auf dem Weg zu dir. Unterwegs. Nicht schnell. Folge aus mit dem Tod von Daikazai. Wenn es euch gefallen hat, schaltet auch das nächste Mal in dieses Chaos wieder ein, das wir hier gerade im Moment haben. Ah, ich bin mitten in der Luft gestorben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wow.